buenas, estimados señores, geschätztes Publikum hier im Saal, Damen und Herren, Nederlanders, of u nu hier in school met vakantie bent, of thuis naar ons zit te kijken en luisteren, welkom iedereen. We komen hier zum 6. Pizza Mali Musikfestival. Ik ben Christian Müller, ik ben president des Pizza Mali Musikfestival. De naam des festivals leitet sich ab von einem Berg ganz hier in der Nähe in Valsciano, dem Pizza Malia. Der Berg seinerseits hat seinen Namen von der Kronprinzessin Amalie, Kronprinzessin, die Thronfolgerin der Niederlande. Das Festival verbindet also die zwei Länder, Schweiz und Niederlande, und steht im Zeichen des Kulturaustauschs und der Freundschaft. Ich möchte jetzt weiterleiten und das Wort an Anthony Sielhorst geben. Er ist künstlerischer Leiter des Pizza Malia Musikfestivals und wird Sie durch das heutige Matinee-Konzert begleiten. Ich wünsche allen viel Vergnügen. Lieber Christian, sehr vielen Dank. Liebe Gäste, herzlich willkommen auch von den Musikern. Sie hörten am Anfang des Konzerts ein Stück gespielt durch alle Teilnehmer, alle 8 Teilnehmer. Das Stück ist instrumentiert worden bei Marijn van Prooyen. Und es ist die Fanfare von Frank Martin. Frank Martin war ein Komponist aus der Schweiz, der die zweite Hälfte seines Lebens in die Niederlande gewohnt und gelebt und gearbeitet hat. In den Niederlanden ist das Konzertgebouworchester eine der berühmtesten Orchesters des Landes, nicht nur, sondern die Welt. Und einen seiner Intendanten war Marius Vlothuis. Und Marius Vlothuis komponierte in 1978 ein Stück Diana's Dream für seine Kollegin Julia Studebaker, eine Hornspielerin des Orchesters. Anlässlich die Geburt ihrer Tochter Madalena Diana. Horn wird immer mit der Jagd assoziiert und Diana ist die Göttin der Jagd. Also, Sie hören in diesem Stück Jagdmotive und Reflexionsmomente wie in einem Traum. Leimar spielt. Thank you.
Ernest Bloch hat sein Geigenstudium in Genève angefangen. Später war er Direktor des Cleveland Institute of Music in Amerika. In the Mountains ist komponiert worden in 1924 in Cleveland. Und Sie hören das erste Teil. In diesem ersten Teil erinnert Bloch sich in Amerika, wie in die Berge die Dämmerung sich entfaltet. Dusk. Piz Amalia Music Festival bringt vier Schüler aus Den Haag
und 4 Schüler aus Winterthur zusammen. Jedes Jahr im Januar wird eine neue Gruppe selektiert und dann fängt meine Arbeit an. Ein Musikprogramm, das alle 8 musikalisch herausfordern kann. Vorzugsweise mit schweizerischer und niederländischer Musik. Das haben wir versucht. Und Sie hören das ganze Programm, aber ich fand auch ein Trio von der amerikanischen Komponistin Lorraine St. George Tucker, das sie 16 Jahre alt, bevor ihren Abitur schon, komponiert hat. Auf die Suche nach ihrer eigenen musikalischen Sprache. Trio George Tucker. Wenn dann dieses Programm zusammengestellt worden ist, dann fangen die Proben an. Also in Den Haag im Juni, in Winterthur im Juni, also getrennt. Und dann kommen die, letzten Dienstag sind wir eingeflogen und dann begegnen die Musiker sich für die erste Mal. Und dann assemblieren wir, was vorbereitet worden ist, in die Monate und die Wochen bevor. E.T.A. Hoffmann kennen Sie als Literator. Selbstverständlich, er hat sehr viel geschrieben. Aber er war auch Musiker. Er war Kapellmeister in Bamberg und später in Dresden sogar. Und er hat komponiert zwischen 1800 und 1810. Und das kann man hören an diesem Harfenquintett, wovon Sie jetzt das erste Teil hören. Hoffmanns Harfenquintett.
Paul Hindemith ist von Deutschland in den Schweiz gekommen und danach nach Amerika gegangen. Er war von 1940 ab Professor an Yale University und dann kam er wieder zurück nach Europa und wurde Professor in Zürich an der Hochschule. Aus Amerika schickte er Werner Reinhardt, der große Mäzenas Winterthurs, also Begründer, Begünstiger des Musikkollegium Winterthurs und auch Konservatorium Winterthurs. Hindemith schickte Werner Reinhardt ein Kanon mit Text von Habanus Maurus, ein Abt von Fulda im 9. Jahrhundert. Und dieser Text ist sehr wichtig und gilt immer noch, denke ich. Und Hindemith war sehr damit einig. Ohne Musik, sine musica nulla est perfecta, also ich übersetze, ohne Musik kann keine Lehre vollkommen sein. Es gibt nichts ohne sie. Denn selbst die Welt ist, wie es heißt, nach einer gewissen Harmonie der Klänge gefügt. Und selbst der Himmel kreist nach dem Gesetz der Sphärenharmonie. Etwas zum Überdenken, nachzudenken, weil die Musik da ist. Leimar spielt die Melodie der Kanon zuvor. Sie werden es spielen, nicht singen. Sie spielt zuerst und dann hören Sie die Kanon in zwei Quinten. Hindemith. Es freut uns immer sehr, wenn wir
noch lebende Komponisten in unser Festival mit hineinbeziehen können. Das ist leider nicht möglich mit Bloch oder mit Hindemith. Und auch nicht mit Oskar van Hemel, aber es freut uns sehr, dass sein Enkel Oskar van Hemel jetzt hier ist. Hartelijk welkom, Oskar. Fijn dat je er bent. Ja. Oskar, dein Großvater hat sein Trio geschrieben in 1937 für Geige, Bratsche und Klavier. Aber er notierte in der Partitur schon, dass es auch könnte für andere Instrumente. Also haben wir die Wahl gemacht für unsere Besetzung und haben das Trio hören Sie jetzt mit Geige, Horn und Harfe. Und wir finden, dass das auch sehr schön sein könnte.
Wenn man ein Konzertprogramm zusammenstellt, sucht man passendes Repertoire für das Ensemble. Für Trompete und Harfe gab mir das eine Überraschung. Andries de Braal hat viel Musik komponiert für Via Berghout, eine bekannte Harfspielerin in Holland. Sie gründete in 1963 ein Studienzentrum für Musiker mit dem Namen Kweekhoven. Und wenn Sie in Holland sind, können Sie es finden, wenn Sie von Utrecht nach Amsterdam langs den Vecht entlang, den Fluss de Vecht, bei Breukelen sein bist. Und dann findet man dort Kweekhoven. Ein sehr schönes Landhaus. Und de Braal komponierte fünf Jahre später, in 1968, Illumination de Kweekhoven. Ein frohes Spielstück, das mit ein holländisches Volkslied endet. Kommt Frieden in de Tronden, Minnaars van Enen Stil. Ik zal u gaan verkonden hoe ik door het slijpers wiel. De kost verdient voor vrouw en kind schoon blootgesteld aan weer en wind. Ter lierelom, ter laag goed, ter linksom, rechtsom gaat mijn steen door het roeren van mijn been. Ju, 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 ju. Ja, ze horen dat ju, 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 ju in de trompeten. Ah zo, Illumination de Kweekhoven.
Ludwig van Beethoven braucht kein Introduktion, denke ich. Aber da gibt es Leute, die meinen, dass in unser Land, in Zutphen am IJssel, geboren ist, ein holländischer Komponist geworden ist und 3 Tage später mit seinen Eltern nach Bonn gegangen ist. Also passt sehr gut in unser Programm und deshalb haben wir einen der intimsten Teile aus seinem Streichtrio-Repertoire gewählt, Opus 9, Nummer 2, zweiter Teil.
Und dann kommt man am Dienstag im Winterthur an und dann bereiten wir das Programm vor und dann schlagt der Trompetspieler vor, ja, ich habe noch ein Stück von einem holländischen Komponist, kann ich das auch spielen? Und dann haben wir gesagt, ja, selbstverständlich. Otto Ketting, ein berühmter holländischer Komponist und auch Trompetspieler, hat in 1958 ein Stück komponiert, eine Intrada für seine Kollege Theo Lahmen in der Residenzorchester Den Haag. Und dieses Stück ist unmittelbar sehr populär geworden bei allen Trompetspielern, die sich selbst etwas herausfordern wollen, weil das Stück ist ein tolles Stück mit allen Möglichkeiten der Trompetenklang. Und Valentin spielt es super toll. Also wir freuen uns, Valentin. Otto Ketting, Intrada. Thank you.
Und wenn die spielen, dann, und man hört, auf welches Niveau die spielen und wie die so gut zusammenspielen können, vergisst man, dass die noch im Pre-College sind. Also die Studium hat noch anzufangen oder hat jetzt das erste Jahr angefangen für Valentin oder auch für Claire. Aber die anderen sind noch im Pre-College. School voor Jong Talent, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Conservatorium Winterthurs. Also das ist eine ganz reiche Zukunft, dass, die sie versprechen. Entschuldige für meine Deutsch. Also. Marcel Soulage. Man denkt, eine französische Komponistin, nicht? Ja, ja. Also sie ist von Lima, Peru, aus französischen Eltern. Also ja. Und dann ist sie nach Paris gegangen und hat studiert mit Vincent Dendy und Nadia Boulanger. Und ihre Pastorale für Oboe und Harfe ist komponiert worden in 1918. Und man denkt, französische Musik, aber ich höre immer auch die schöne englische Tradition darin mit diesen Akkorden. Also, Sie hören, Pastorale Soulage. So, das ist immer, Sie hören das Stimmen, die Instrumente, aber die holländischen Instrumente haben etwas Mühe mit der Höhe und mit, also das dauert etwas und auch die Harfe von Winterthur ist nicht ganz bequem hier im Engadin, also entschuldige. Thank you.
Und dann ist man fertig mit dem Programm, aber da fehlt noch ein Stück für Oboe, Trompete und Streichquartett. Und dann sucht man eine Bibliothek und so weiter, Internet. Nichts gefunden. Und dann entschließt man, es ist besser, wenn wir eine neue Komposition haben zum Schluss dieses Programms. Und dann habe ich meinen Freund Anthony Fiumara, Komponist in den Niederlanden, angerufen und habe gesagt, Anthony, hast du einen Schüler, die in seiner Entwicklung es braucht, um ein Stück zu machen, wie wir das brauchen? Und dann hat er gesagt, ja, habe ich. Das ist Enrico. Und Enrico, Sie sehen auf Ihren Zetteln, wie alt er ist. Also er ist geboren in 2000, also er muss 21 sein. Also er gehört dieser Gruppe. So, er war hier, auf den vorbeigen Tagen. Er hat dieses Stück komponiert, also ich denke ihn, er hatte gesagt, 1. Mai muss es fertig sein. Und dann hat er mich angerufen und hat mich gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe eine Idee. Was denkst du, wenn ich eine Kombination mache von Musik in den Bergen und auch versuche, engadinische Musik darin hineinzubeziehen? Und habe gesagt, tolle Idee, gut, mach es. Und dann kam er und hat dieses Stück gemacht und es war ganz, ganz toll zu machen und sie haben sehr viel Freude gehabt, auch in die Zusammenarbeit mit ihm. Und sie hören also einen Danzer, der mit auf eine engadinische Melodie, er sagte, ich hatte keine Ahnung, was engadinische Musik ist, aber er ist von Bergamo und er war hier und fahrte durch die Schweiz und hörte auf den Funk, hat er engadinische Musik gehört oder hat ihm sein Telefon genommen und das aufgenommen und dann in die Research. So, Sie hören Leonardo und Valentin, die spielen diese Danza-Melodie, aber und davor das Pastorale, wie Bloch das machte, in the mountains. So man spürt, wir sind in den Bergen. Nein, wir sind in der Engadin. Also, Pastorale Danza Enrico Ferri.
Hier zu sein. Nochmals vielen Dank. Ihr habt uns unterhalten, ihr habt uns Freude gemacht. Wie Anthony gesagt hat, zwischen 16 und 21 Jahren. Und die Karriere liegt vor euch. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wieder beim 7. Pizzamali Musikfestival hier oder wenn ihr Lust habt. Im November in den Niederlanden. Dann kommen die Schweizer Gäste vom Konservatorium Winterthur und die Musikerinnen zum Parallelkonzert nach Den Haag und nach Amsterdam. Alles Gute.